Hallo, ich habe hier wieder eine Multimedia-Box von Bequeel erhalten. Und zwar handelt es sich hierbei um das M8S-Modell. Ich hatte vorher schon das MXR-Modell, das ist dieses hier, habe ich euch schon mal im Video gezeigt. Eine ganz praktische Sache. Und zwar ist das eine Alternative ja, zu einer Raspberry Pi-Installation mit Kodi beispielsweise, um eure Mediendateien zu verwalten. So eine kleine Media Center Computerbox. So, jetzt habe ich ein neueres Modell erhalten, und zwar ist es das Modell M8S. Dies ist zum Beispiel ausgestattet, hier steht es hinten auch nochmal drauf, mit einer Quad-Core CPU. Diese soll einen 2 GHz-Takt haben. Dazu kommt noch eine GPU, das soll ein Octa-Core sein. Hier seht ihr auch nochmal die genaue Bezeichnung, Mali 450 GPU. Installiert ist Android, also nicht wie bei einem Raspberry Pi, wo ihr Linux-Distribution so installiert. Hier habt ihr zwar auch eine Distribution, allerdings das bekannte Android, was ihr auch auf dem Smartphone wahrscheinlich installiert habt. Integriert ist hier auch gleich ein WLAN-Chipsatz. Dieser soll jetzt im Gegensatz zu dem MXR auch 5 GHz Netze unterstützen, also Dualband WLAN-Netzwerke. Bluetooth ist mit integriert, sowie die HDMI 1.4 Schnittstelle, die bis zu 4K bei 30 Bilder pro Sekunde darstellen kann. Außerdem das gleiche per Audio, also auch Audio über HDMI natürlich, alternativ über das Toslink SPDIF oder auch einen 3,5 mm Klinkenstecker. Ja, wir schauen uns das einfach mal an, würde ich sagen, was sich hier in der Box befindet. Ihr habt hier einmal den M8S. Ein HDMI-Kabel ist auch mit dabei. Ein Netzstecker. Also das Ganze läuft nicht, wird nicht wie beim Raspberry mit USB per USB mit Strom versorgt, sondern mit einem eigenen Netzgerät. Und ein AV-Kabel, falls ihr das anstecken wollt. Außerdem ist hier noch eine englische Bedienungsanleitung vorhanden. User Manual. Ups. Hier ist dann auch noch mal kurz mit Bildern beschrieben, wie das Ganze zu bedienen ist und was für Schnittstellen dieses Gerät hat. Jetzt schauen wir uns das Gerät noch mal an. Glänzt hier richtig schön. Auf der Seite habt ihr hier eine Status-LED. Diese leuchtet grün oder grün oder rot, je nach Betriebsstatus. Auf dieser Seite habt ihr nix. Hier habt ihr einmal die Stromversorgung, das Netzteilanschluss. Dann kommt auch schon der Toslink-Stecker. AV, LAN bis zu 100 Mbits, HDMI und zwei USB Steckplätze. Außerdem habt ihr hier noch einen SD-Kartenschacht. Sieht man vielleicht. Ja. Werdet ihr schon erkennen. Hier. Bis zu 32 GB könnt ihr also diesen Speicher hier aufrüsten. Integriert ist natürlich auch ein Speicher. Lasst mich kurz schauen. 8 GB sind hier integriert. Genauso wie Arbeitsspeicher hat dieser hier 2 GB. Arbeitsspeicher verbaut. Der MXR, das andere Modell, hat 1 GB Arbeitsspeicher. Und ihr seht hier auch nochmal, ja, ist fast genauso groß. Der ist ein bisschen höher und ein bisschen kleiner, aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Eine Fernbedienung ist auch noch im Lieferumfang enthalten. Ja, diese fühlt sich im Gegensatz zu der Fernbedienung, die bei dem MXR dabei war, nicht ganz so hochwertig an, finde ich. Also, das ist so ein dünneres Plastik jetzt hier. Die
Zwei AAA-Batterien, die sind hier nicht im Lieferumfang enthalten. Aber das soll nicht das Problem sein. Wie gesagt, hier ist Android installiert mit einer Kodi-Version, die bereits vollgestopft ist mit interessanten Add-ons und Plugins. Aber dazu würde ich dann gleich nochmal was zu sagen. So, ich habe den M8S jetzt gestartet. Ich habe das Netzteil eingesteckt, Ethernet-Kabel rangehängt sowie ein HDMI-Kabel. Optional habe ich hier noch einen Dongle für Tastatur und Maus rangehängt. Hier seht ihr auch, das Gerät leuchtet. Das Gerät ist an. Es leuchtet blau. Das seht ihr hier auf dem Bildschirm. Ähnlich wie auch beim MXR-Modell sieht die Oberfläche hier aus. Ich habe die Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien versorgt und muss sagen, dass diese jetzt hier schon beim Start ordentlich Probleme macht. Also nur aus einem speziellen Winkel erkennt er hier meine Befehle. Also die Fernbedienung ist eher nicht so gut zu gebrauchen. Deshalb steige ich um auf meine kabellose Maus. Und ihr seht hier auch schon ja, Uhrzeit, die er sich aus dem Netz gezogen hat. Eine englische Startoberfläche. Obwohl das Ganze auch schon im Hintergrund auf Deutsch gestellt ist. Einstellungen erreicht ihr über die Settings. Kachel. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, das Netzwerk einzuschalten. Ihr habt über Wi-Fi nun auch Zugriff auf 5 GHz Netzwerke oder eben per Kabel. Hier wird über Display dieses HDMI-Signal erkannt, automatisch oder eben manuell eingestellt. Leider bekomme ich hier nur eine Full HD statt 4K-Auflösung eingestellt, obwohl dies hier ein 4K-Bildschirm ist. Naja, soll mich nicht weiter stören. Es sind hier 1080p bei 60 Hz. Das ist schon eine ordentliche Leistung. So, hier habe ich noch andere Einstellungsmöglichkeiten, wie auch zum Beispiel die Audioausgabe kann ich hier über SPDIF, über das Toslink-Kabel bestimmen oder eben automatisch entscheiden lassen, dann läuft das beispielsweise über HDMI. Ich habe hier außerdem noch über andere Einstellungen die Möglichkeit, ein Update durchzuführen. Derzeit steht kein Update zur Verfügung. Das ist hier die Android-Version 4.4.2. KitKat ist das. Über More Settings erhaltet ihr auch hier die Einstellungsansicht, die ihr wahrscheinlich auch von eurem Android-Smartphone kennt, um weitere Feinheiten hier einzustellen, wie zum Beispiel auch die Sprache des Grundsystems. Die Sprache des Grundsystems, weil ihr hier über die ganz normale Startoberfläche trotzdem noch eine englische Bedienung habt. So, was ist der Vorteil jetzt? Ihr könnt hier sämtliche Apps aufrufen. Hier sind bereits eine Handvoll Apps installiert, die ihr hier nutzen könnt. Angry Birds habe ich jetzt nachträglich installiert. Also ihr könnt euch hier mit eurem Play Store und eurem Google-Konto verknüpfen und könnt, wie ihr es vom Smartphone oder Tablet gewohnt seid, Apps installieren und diese ausführen. Angry Birds zum Beispiel funktioniert auch mit Maus und Tastatur hervorragend. Ihr könnt natürlich auch ein Gamepad oder ähnliches hier anstecken. Aber auch E-Mails schreiben, YouTube anschauen und den Taschenrechner bedienen. Hier sind, wie gesagt, einige Apps bereits installiert. So, außerdem habt ihr natürlich hier Cloud TV. Ja, es ist ein Dienst, der Live-TV online streamen kann. Allerdings ist für den deutschen Bereich gibt es hier leider kaum eine große Auswahl. Ja,
Also da ist es vielleicht empfehlenswert, wenn ihr das über wirklich bezahlte Dienste wie Zattoo laufen lasst, wenn ihr hier rüber ganz normales öffentliches oder auch privates Fernsehen schauen wollt. Das könnt ihr hier leider nicht zuverlässig. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, Musik zu hören, auf lokale Medien zuzugreifen, wie zum Beispiel angesteckte Festplatten oder auch SD-Speicherkarten und könnt darüber auch eure Urlaubsvideos schauen oder was auch immer. Musik hören. Außerdem habt ihr natürlich hier Kodi, was hier so mit das Kernprogramm ist. Denn dieses ist auch wie die MXR-Box und das ist hier das M8S-Box, ausgestattet mit einer Vielzahl an Add-ons, die ihr hier nutzen könnt, also streamen könnt, reicht von aktuellen Filmen über Online-Dienste sowie auch internationale Sportsendungen, Live-TV und ähnliches, auch Musikdienste wie Mixcloud und ähnliches sind hier bereits vorinstalliert, wie zum Beispiel der Radiodienst. So ist das eine richtige ausgestattete Multimedia-Box. Videotechnisch oder filmtechnisch muss ich sagen, dass für Leute, die gerne deutschsprachige Filme gucken möchten, diese Auswahl an Streaming-Add-ons eher nicht geeignet ist, denn die meisten Stream-Services hier sind englischsprachig oder auch anderssprachig. Ansonsten könnt ihr natürlich das Kodi so bedienen und einrichten, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt es mit eurem NAS oder Medienserver verknüpfen und so Zugriff auf eure Serien, eure Filme, eure Bilder und Musik verschaffen. Die Apps könnt ihr ganz normal hier auch wieder schließen oder diese App hier. Zack. Und ihr kommt wieder ganz normal in den Startbildschirm. Oder ihr habt hier auch noch weitere Einstellungsmöglichkeiten und Zugriffe, wie ihr es von eurem Android kennt. Ein File-Browser zum Beispiel. Solltet ihr das Gerät beispielsweise ausschalten, dann schaltet das Gerät in eine Art Standby-Modus. Die Lampe ist jetzt auch rot. Und sobald ihr das Gerät wieder einschaltet, beispielsweise seid ihr jetzt im Kodi. Ja, mit der Fernbedienung ist das so eine Sache. Landet ihr in wenigen Sekunden wieder in der App oder der Anwendung, in der ihr euch befunden habt. Ja, das war die M8S-Box von Bequeel. Ich finde vor allen Dingen für Einsteiger, die eine Multimedia-Box zum Verwalten und zum Betrachten der Mediendateien sucht sehr geeignet. Es ist alles eingerichtet. Vieles der Add-ons und Plugins sind für meinen Geschmack, für den deutschen Markt eher nicht so interessant. Aber ein großer Vorteil ist natürlich, dass ihr hier mit diesem Gerät Android auf euren TV bekommt, also Smart TV. Und sämtliche Dienste auch nutzen könnt, die ihr von eurem Smartphone oder Tablet gewohnt seid. Und das zu einem echt fairen Preis. Außerdem ist natürlich der Vorteil im Gegensatz zu einer Kodi-Box, sage ich mal, wenn ihr das über das Raspberry Pi betreibt, dass ihr hier keinen Installationsaufwand habt. Es ist interner Speicher vorhanden. Ihr braucht keine SD-Karte gezwungenermaßen, sondern habt hier die komplette Box fertig installiert und auch mit WLAN, Bluetooth und vielen Features ausgestattet. Außerdem ist natürlich der Prozessor und die Grafikeinheit recht leistungsstark, sodass ihr auch viele Anwendungen hier ohne Probleme nutzen könnt.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und kommentiert gerne, wie findet ihr diese Box? Habt ihr Fragen zu irgendwelchen Anwendungen, die über diese Box laufen könnten? Tippt es einfach in die Kommentare, ich freue mich drauf.